Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch recht herzlich. Heute kommen wir zu den 8.16er Patch Rundown. Und ich möchte heute mal immer so ein klein bisschen den Blick rüberwerfen auf die Winrates von dem jeweiligen Champion. Und dann mal so ein klein bisschen entscheiden, ist es überhaupt nötig, dass der gebufft oder genervt wird. Viel Spaß dabei. Aatrox E-Fähigkeit, die praktisch dafür verantwortlich ist, dass er sich gegen Minions wieder gut hochheilen kann, wird ein bisschen genervt um mehr als die Hälfte, sogar von 33 auf 15% des angerichteten Schadens an Nicht-Champions. Also da ist er schon mal sustain-technisch in der Lane ziemlich am Arsch. Außerdem bekommt er, nachdem er jetzt die E-Fähigkeit erlernt hat, nur noch eine Aufladung. Die zweite, die muss sich dann mit der Zeit aufladen. Seine Ultimate bekommt einen 20 Sekunden Cooldown obendrauf auf der ersten Stufe, 10 Sekunden auf der zweiten Stufe. Wenn ich auf die Winrate so der letzten Tage gucke, schwankt er so zwischen 50% und 52%, mal ein bisschen höher, mal ein bisschen niedriger, eigentlich vollkommen in Ordnung. Wer ihn gut spielen kann, kann natürlich mit ihm wesentlich mehr noch anrichten. Die höchste Winrate geht hoch bis zu 54-55%, ist aber auch fein. Wenn du dann Champion mainst, dann sollte es definitiv in diese Richtung gehen. Ein Nerf oder ein Buff oder sonst irgendwas war eigentlich in theoretischer Weise nicht wirklich notwendig, doch die Bannrate von 30% deutet halt darauf hin, dass Riot ihn ein bisschen öfter sehen möchte, von dem her ist so eine Anpassung nötig gewesen. Im letzten oder im vorletzten Patch wurde Fizz gebufft, seine W-Fähigkeit wurde ja ein bisschen angepasst und so weiter und so fort. Jetzt ändert man wieder das Ganze, man nerft ihn einfach straight away. Die W-Fähigkeit, wenn er praktisch die W aktiviert, 10% AP weniger, wenn er einfach nur so on-hit-mäßig draufhaut, dann sind es 5 AP weniger oder 5% AP weniger und seine Ultimate verliert auf allen Stufen, also auf allen Längen, die die Ultimate trifft, 10% AP-Skalierung. Ist ein Nerf, der aber vollkommen gerecht ist, denn wenn ich da rüber gucke, dann sehe ich hier 54-55% Winrate. Das ist toxisch, das sollte absolut nicht sein. Also da ist auch vollkommen in Ordnung, dass er einen kleinen Nerf erfährt. Hecarim bekommt einen kleinen Buff, der Grundschaden seiner Q-Fähigkeit geht ab der zweiten Stufe hoch. Das heißt, im Endeffekt kriegt man bis zu 20 Schaden mehr obendrauf. Und die Schadenskalierung, 10% mehr Bonus-AD werden hier verrechnet. Also ein Buff, den er hier bekommt, straight away. Zwar nicht in den Early-Phasen, das heißt der Jungle-Clear-Speed, der ist beim ersten Clear noch auf derselben Stufe so gesehen. Aber auch wieder ein Blick auf die Winrate, 52 bis unter, ja auf 49%, also er schwankt in 3% Bereich. Je nachdem, seine Playrate ist auch nicht sonderlich die höchste, 2 bis 3%. Da ist ein Buff durchaus angebracht, aber das Problem könnte natürlich sein, dass er jetzt permanent in einem 52 bis 53% Status wäre und das ist dann wieder ein bisschen unangenehm, sollte nicht so neu sein. Orianna verliert 4 Magieresistenz und dabei habe ich hier nur eine Winrate von 50,2 maximal und das geht teilweise runter, aber bis 49,8. Oh mein Gott, was für Schwankungen, das ist doch vollkommen fein. Im Schnitt gesehen ist eine Orianna um die 50%. Jetzt wird hier speziell die Magieresistenz angegangen und deswegen gucken wir auch mal kurz auf die Winning Rate in Richtung Magie-Gegner. Und da sehen wir, sie hat Probleme gegen Aurelion Sol, sie hat Probleme gegen Ahri, gegen Fizz, gegen Talon, gegen Karthus, gegen Zed, gegen Lux, gegen Six, gegen Echo, gegen LeBlanc, gegen Seraph. Das sind alle die Champions, die ich jetzt gerade bei einer Orianna sehe, wo sie eine negative Winrate hält. Also, bis auf 2 Kollegen magisch. Warum nerft man ihr dann bitte auch noch die magische Resistenz? Dieser Nerf ist wohl nicht gerechtfertigt, eine Orianna war eigentlich vollkommen fein. Quinn verliert 0,6 AD per Level. Das ist natürlich jetzt ein Nerf, der mal langsam schon an ihre Substanz rangeht. Na, Quinn mit ihren One-Shots, da verliert sie jetzt nur 1,2 AD auf Stufe 2. Dann haben wir ja schon auf Stufe 10 irgendwie sowas mit 6 AD, die ihr fehlen. Das ist langsam, das tut langsam weh, weil das verrechnet sich natürlich auf alle Fähigkeiten, auf ihre Passive, glaube ich auch auf Electrocute natürlich. Wobei, da kommen wir gleich noch dazu, das ist sowieso eine kleine Änderung mit dabei. Bei der Winrate sehen wir natürlich eine Quinn mit 55-54%. Der Nerf ist durchaus berechtigt. Sie ist einfach momentan ein ADC, ein Midlaner, ein Toplaner, whatever, der natürlich sehr gut eskalieren kann. Da ist der Nerf absolut gerechtfertigt. Kommen wir weiter zu Rakan. Er verliert 30 Leben und 3 Rüstung. Ein Nerf, der jetzt nicht unbedingt gut klingt. Ich spiele ja Rakan selber ganz gerne und er hat immer noch eine gute Viabilität, auch nach all den Nerfs. Ich glaube, das ist jetzt der 3. oder 4. Nerf in Folge. Und seine Winrate ist permanent noch auf, ja, knappe 52%, geht manchmal runter bis auf 50%, aber das schwankt so hin und her, es ist definitiv über 50%. Der Nerf zielt hauptsächlich auf die Early-Phase ab, dass man den Gegner da nicht gut poken kann, dass man, ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das Problem bei Rakan nicht unbedingt die Early-Phase. Die Early-Phase kannst du auch sicherer spielen und
auf der anderen Seite machst du dann auf der Level 6 und dann in den Midgames sowieso deine Plays. Da, diese Änderungen tun ihm weh, klar, definitiv. Aber diese Änderungen werden jetzt nicht so viel erreichen. Könnte halt jetzt halt nur noch so um die 50% sein. Was für Rakan aber auch noch fein ist, denn wer ihn maint, der wird wesentlich besser mit ihm sein. Und wer halt nicht maint, der wird jetzt ein bisschen absinken. Weiter geht's zu Talia. Sie verliert 5 Movement Speed. Sie bekommt einen höheren Cooldown auf die W-Fähigkeit, 16 Sekunden. Das Ganze skaliert sich wieder mit der höchsten Stufe der Fähigkeit auf 12 Sekunden runter. Und auf ihre Ultimate bekommt sie jetzt keine Sicht mehr, wenn sie diese castet. Ja, wenn sie die Wall da aufgebaut hat, da hat sie da überall Sicht bekommen. Das Problem ist jetzt halt weniger mal die Sicht, die sie da bekommt. Dieser Nerf ist nett, aber der ist unbedeutend. Der seismischer Stoß, die W-Fähigkeit mit den 60 Sekunden Cooldown, ist schon mal ein guter Nerf so gesehen, weil sie während eines Ganks oftmals das auch doppelt casten konnte. Die 5 Lauftempo, die hier ihr genommen werden, das ist so der eigentliche Nerf, muss ich fast schon sagen. Denn Talia baut darauf, dass sie nach einem Camp, nach einem Gank oder sonst irgendwas schnell wieder an einer Wand loszieht. Dort bekommt sie prozentualen Movement Speed und prozentualer Movement Speed baut sich ja immer noch stärker auf, wenn sie einen guten Grund Movement Speed hat. Hier einen Nerf anzubringen, ist halt schon mal nett. Bei einer Winrate von 54-53%, also gut im positiven Bereich, ist so ein Nerf auch vollkommen in Ordnung. Wird ihr aber jetzt, denke ich mal, alles in allem nur 1%, höchstens 2 kosten. Ist also immer noch sehr, sehr fein, kann man also immer noch gut spielen. Weiter geht's zu Trundle. Seine Q-Fähigkeit wird hart genervt, man möchte sein Duellantenpotenzial ein klein bisschen verringern. Dabei geht der Grundschaden ab der zweiten Stufe runter bis zu nur noch 60 auf höchster Stufe. Das sind 40 Schaden weniger, das ist hart. Das ist vor allem deswegen auch hart, weil die Q-Fähigkeit einfach sein Grundangriff ist. Ne? Auto-Attack, Q, Auto-Attack, Reset und du machst bestialischen Schaden. Dafür geht dann die AD-Skalierung ein bisschen hoch, 20% auf höchster Stufe. Dafür, dass wir also 40 Schaden verlieren, kriegen wir 20% mehr Gesamt-AD-Skalierung. Das heißt dann wiederum, nur ab 200 AD ist dieser Nerf wieder relevant. Ne? Also das ist ein bisschen, ich weiß nicht, wie viel AD so ein Trundle kauft, aber ich glaube, so viel ist es gar nicht. Die Q hält jetzt auch nur noch 5 Sekunden. Und zuvor, wenn man jemanden gebissen hat, hat man für 8 Sekunden einen AD-Bonus von 20 bis wahrscheinlich 50 bekommen. Irgendwie so, 20 bis 60, ich weiß gar nicht. 20 bis 40? Ich glaube 20 bis 40 sind es, aber ist ja egal. Jetzt hält dieser Bonus nur noch 5 Sekunden. Also das ist eine harte Einschränkung bei ihrem Duellantenpotenzial. Ein Blick auf die Winrate verrät uns 52-51%. Gut im positiven Bereich, aber eigentlich nicht unbedingt toxisch. Hätte man so lassen können. Aber ein Nerf ist hier jetzt auch nicht unbedingt schlimm. Ist okay. Kann man sagen, ist okay. Weiter geht's zu Tryndamere. Seine E-Fähigkeit kann er einfach zu häufig einsetzen. Der Cooldown geht jetzt auch den höheren Stufen wieder 2 Sekunden hoch. Heißt im Endeffekt 9 Sekunden. Das Ganze betrifft aber nicht den klassischen Tryndamere, muss man fast schon sagen. Diese Änderung wurde deswegen gemacht, weil jetzt sehr, sehr häufig ein AP-Tryndamere gespielt wurde. AP-Tryndamere, die Vorteile liegen auf der Hand. Du hast Nashor's Zahn, du hast dein Rageblade oder sonst irgendwas. Du hast Items, die auf jeden Fall deinen Attack-Speed gut boosten, in dem Punkt, dass du schneller angreifen kannst. Der Attack an sich ist egal, aber du hast eben über deine Lichbällen, über deinen Nashor's Zahn hast du so viel Attack-Speed und AP-Werte, dass eben nach jedem Wirbeln du immer ziemlich gut reinhaust mit eben Lichbällen. Ja, ein AP-Tryndamere funktioniert über diesen Weg. Und bei 7 Sekunden Cooldown und maximaler Cooldown-Reduction ist halt einfach nur noch ein 3,6 Sekunden Wirbel da. Das heißt, Wirbel, Auto-Attack, vielleicht Slow, Wirbel, Auto-Attack, Auto-Attack, Wirbel, Auto-Attack und so weiter. Es ist einfach ziemlich toxisch gewesen. Der Schaden eines AP-Tryndameres fokussiert sich auch aufs Midgame. Im Late-Game immer noch nett, weil er dranbleiben kann. Aber eben die aktuelle Meta zwingt einen ja dazu, Midgame-lastige Builds zu wählen oder Early-Game-lastige Builds. Und deswegen war das hier eben so. Das heißt, hier ein Nerf für Tryndamere eben für diese schöne Spielweise. Und seine Winrate war jetzt nicht unbedingt super geil unterwegs, 52%, manchmal auch nur um die 5,5%, also 50,5%. Den Nerf hat er jetzt nicht unbedingt verdient, weil ich meine, Tryndamere ist eigentlich doch ein relativ seltener Charakter. Ich habe ihn wirklich nicht oft gesehen früher. Und jetzt ist er mal wieder ein bisschen populärer und dann muss gleich wieder der Nerf drauf. Finde ich schade. Bei Wukong hingegen ist der Nerf meiner Meinung nach und den Zahlen nach vollkommen gerechtfertigt.
Die Q-Fähigkeit verliert glatt auf allen Stufen 20 Schaden. Dazu gehen auch noch 10% AD-Skalierung, Gesamt-AD-Skalierung runter. Das heißt, der macht wirklich viel, viel weniger Schaden. Wobei diese Q-Änderung hier im Endeffekt mit Trundle zu vergleichen ist. Nur, dass man bei Wukong das Ganze von Anfang an macht, weil er eben auf der Lane auch noch so hohe Pressure aufrechterhalten kann durch Q-EW. Also durch eine komplette Combo macht er gut 50 bis 60, 70% seines Schadens. Die Q, die Nerven, ist okay. Ja, das wird halt diesen ersten Burst so ein klein bisschen mildern. Seine Winrate war bei 54% noch vor einigen Tagen, ist jetzt ein bisschen abgemildert auf 53%. Ist trotzdem nicht in Ordnung und der Nerf ist hier vollkommen okay eigentlich. Wobei ich sagen muss, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ne? 20 Schaden und 10% AD-Skalierung. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel von Riot. Aber gut, warum nicht? War gerechtfertigt. Kommen wir zu Zoe und hier ist eigentlich jeder Nerf gerechtfertigt. Jeder Nerf, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Aber gut, kommen wir zu den Zahlen. Der Grundschaden der Passiven geht auf skalierend den Stufen je nachdem runter. Am Anfang sind es 2 bis 7 Schaden, die runtergehen. Auf den höheren Stufen sind es dann 15 bis 11, die runtergehen. Also es ist so ein klein bisschen, man hat so ein bisschen die Kurve im Midgame. Ein bisschen mehr genervt, muss man fast schon sagen. Also im Midgame macht sie jetzt definitiv weniger Schaden. Die Gesamtskalierung geht dann auch nochmal runter um 12% etwa, 12,5% auf nur noch 20% Schadenskalierung von der Passiven. Und die W-Fähigkeit, die verliert auch nochmal 15% AP-Skalierung. Also wirklich, es geht auf allen Rängen runter. Im Midgame sogar noch mehr als auf den Early- oder Late-Leveln. Und die Skalierung geht um insgesamt gute 30%, könnte man fast sagen, runter. Und das bei einer Winrate von 50,7 in vor einigen Tagen bis zu nur 48,9% gestern. Also das ist schon, sie ist um die 50% gewesen. Und eine Zoe, ja, ist natürlich ultra nervig. Die Bubble ist aber immer noch das Schlimme. Und da sehe ich hier jetzt kein Potenzial. Es nervt so ein klein bisschen ihr Level 6, Level Roaming, Level frag mich nicht, All-In-Potenzial, wo sie dann um die Gegner rumspringt, wo sie mit einem Flash und Ignite und dann wieder eine Barrier oder sonst irgendwas, wo sie enorm viel machen kann. Ich fand den Nerf aber jetzt trotzdem nicht wirklich gerechtfertigt. Kommen wir zu Tanks. Tanks im Allgemeinen sind ein bisschen vernachlässigt worden, sollen jetzt wieder ein klein bisschen Bonus erfahren. Amumu ist hier der Erste mit seiner E-Fähigkeit. Diese bekommt jetzt eine zusätzliche Schadensverringerung. Das Ganze ist skalierend von 3% der zusätzlichen Rüstung und 3% der Magieresistenz. Die Grundwerte sind aber unverändert, 2 bis 10. Aber wenn jetzt praktisch jemand sagt, hey, ich packe mich voll mit Rüstung, mit Magieresistenz und ich erreiche hier enorm hohe Werte, dann bekommt man hier eine enorme Schadensverringerung. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, denn Amumu, der hat jetzt, ja, er schwankt so zwischen 51% und 50%. Gestern ging es tatsächlich nochmal unter 50%. Der ist so ein bisschen mittelmäßig. Aber mit diesem Buff würde er so definitiv in den Teamfights mehr aushalten. Gerade die Auto-Attacks machen ihm dann wesentlich weniger Schaden. Aber ist natürlich dann gefährlich, weil Amumu ist ein extrem guter Teamfighter. Und die anderen Tanks, die jetzt hier noch kommen, sind auch extrem gute Teamfighter. Und da wird es natürlich dann kritisch, wenn so 2-3 Tanks wieder im Team sind. Das könnte ja bedeuten, dass ADCs zurück ins Spiel kommen, weil sie wieder eine Aufgabe haben, und zwar die Tanks zu schreddern. Könnte sein. Auf jeden Fall, Buff hier kann man nehmen. Ist nicht unbedingt gerechtfertigt, aber kann man mitnehmen. Hingegen bei Leona bekommt man hier jetzt auf die W-Fähigkeit einen geringeren Cooldown. 14 Sekunden sind es immer noch auf erster Stufe. Dann skaliert es aber bis zu 10 Sekunden runter auf der Maximalstufe. Das ist einfach nur ein Rüstungsbuff so gesehen. Schadenstechnisch hat man die W-Fähigkeit schon vor einiger Zeit angepasst. Ist nicht mehr ganz so eskalativ gewesen. Die Winrate ist zwischen 52 und ja, 50% heute sogar schon. Das heißt, heute gibt es immer so einen kleinen Dropdown bei den Winrates in den meisten Fällen. Immer erstmal so, die Leute spielen es, die Leute verkacken es. Und trotzdem ist man hier noch über 50% aktuell. In der frühen 7. Ist also okay, sie bekommt auf jeden Fall einen Buff und sie ist jetzt wesentlich Durchhalte, ja, wie sagt man da? Ja, sie kann halt wesentlich mehr, ne? Kann wesentlich mehr. Bei Leona habe ich aber nicht das Gefühl, dass der Nerf unbedingt nötig war, aber irgendwie, glaube ich, könnte das hier auf alle zutreffen. Ist nicht unbedingt nötig, aber ist durchaus fein. Bei Nautilus hingegen ist so ein Buff auf jeden Fall nötig. Seine Winrate schwankt zwischen 51 und teilweise, ja, 49, 48%. Ist ein bisschen unangenehm. Bei Nautilus ist aber auch das Problem, er wird nicht nur auf Support als Tank gespielt, sondern auch gerne mal auf der Top-Lane. Und da ist natürlich dann immer ein bisschen kritisch, denn er hat sehr, sehr viel Wave-Clear und er möchte nicht als so eine solide Must-Pick-Irgendwie-Option gesehen werden.
Der Grundwert seines W-Schildes geht um 5 runter auf der ersten Stufe, geht aber dann bis zu 100 hoch auf Maximalstufe. Dafür wird die Skalierung angepackt, also nur noch 1% pro Level mehr, das heißt bei 13% des maximalen Lebens werden wir jetzt hier unser Maximum erfahren, nicht mehr bei 17%. Das ist irgendwie ein klarer Nerf für die Top-Lane-Nautilusse, weil so ein Support-Nautilus, der kann gar nicht so viel Leben kaufen. Den stört so ein bisschen das Prozentuale nicht, aber der Top-Lane-Nautilus, der halt sich dann so ein Abyssal-Mask, so ein Randuins Omen ganz gerne leisten kann, weil er einfach das Gold dafür hat, da ist natürlich dann das in Prozente wichtig. Die Dauer des Schilds wird von 10 auf 6 Sekunden reduziert und die Abklingzeit dafür aber auch um 6 Sekunden reduziert. Das heißt, das Schild hält 4 Sekunden kürzer, hat aber einen 6 Sekunden kürzeren Cooldown. So gesehen ein guter Trade-off. Theoretischerweise kann man es dadurch länger und öfter abhalten und man hat natürlich dann öfter mal noch hier diesen Überraschungseffekt mit W Bonus Auto-Attack. Denn die W ist ein Auto-Attack-Reset. Wenn ihr das also geschickt macht, Auto-Attack, W, Auto-Attack-Reset, dann habt ihr theoretisch mehr Schaden. Das heißt, sein Schadenspotenzial geht in der Theorie auch so ein klein bisschen hoch. Weiter geht's zu Rammus. Seine zusätzlichen Resistenzen der W-Fähigkeit werden erhöht. 10% mehr Rüstung und 5% mehr Magieresistenz auf allen Stufen jeweils. Wir gucken nur kurz rüber auf die Winrate, 51% hier vor einigen Tagen noch, dann gestern, vorgestern hat wohl jemand versucht ihn zu lernen, da ging es ziemlich runter auf bis zu 48,6, 48,1 und jetzt ist er wieder stark angestiegen auf 51%. Rammus bekommt hier im Prinzip nur 10% Rüstung und 5% Magieresistenz, es ist ein kleiner Buff, im Vergleich zu Amumu ist es wirklich nur ein kleiner Buff. Und ich glaube eigentlich auch nicht wirklich, dass Rammus das nötig hat, aber es ist mal wieder schön. Weiter geht's zu Sion. Seine W-Fähigkeit gibt ihm ab sofort mehr Leben, wenn er eben Minions tötet. Die Lebenssteigerung bei Minions an sich geht dabei von 3 auf 4 hoch, ein Leben mehr, aber bei großen Gegnern, das heißt auch bei Champion-Kills, geht's von 10 auf 15 hoch. Auch ein Cannon-Minion ist ein großer Gegner hier in diesem Kontext gesehen. Das heißt, er bekommt hier pro Wave eigentlich 6 Leben mehr. Und wenn es ein Cannon-Minion ist, bekommt er 11 Leben mehr. Das ist eigentlich ziemlich viel. Seine Winrate schwankt dabei zwischen 51 und 53%. Hat er das nötig? Nein, Sion ist der erste Fall, wo ich sage, ist nicht nur nett, ist auch unnötig, der Buff. Aber okay, er bekommt ihn, ist also ganz schön. Der letzte Tank hier muss ziemlich leiden. Tank Hench bekommt auf seine Q-Fähigkeit eine halbe Sekunde Slow-Dauer abgezogen. Autsch. Dafür geht die Abklingzeit um eine Sekunde runter. Ist so ein bisschen ähnlich wie bei Nautilus, ne? Es hält nicht mehr so lange, dafür kannst du es öfter einsetzen. Wobei bei 2 Sekunden auf 1,5 Sekunden, das ist dann fast schon wirklich nicht mehr spürbar. Und naja, gut, du kannst öfter einen Mark draufpacken, das ist schon irgendwie okay. Irgendwie hat es schon auch einen guten Punkt. Weiß ich nicht. Ich würde es schon mal als Nerf betiteln. Vielleicht, wenn man mit viel Cooldown Reduction arbeitet, 5 Sekunden, dann geht das Ganze auf 2,9 oder sowas runter. Also da kannst du schon auch viel nerven. Aber naja. Dafür die W-Fähigkeit, die bekommt einen harten Nerf. Zum einen das Verschlingen. Die W-Fähigkeit hält nur noch 4 Sekunden auf allen Stufen. Das bedeutet halt auch, dass du einen Gegner, hier Dauer bei Gegner ist die Hälfte, einen Gegner kannst du nur noch 2 Sekunden lang fressen, einen Verbündeten 4 Sekunden. Das Ganze ging bisher hoch bis zu 6 Sekunden, das heißt, CC-technisch wird dir hier auch bei dem Gegner eine Sekunde genommen und bei Verbündeten kannst du eben die, ja, 2 Sekunden weniger lang halten. Das ist eigentlich irrelevant, weil es auf Burst ankommt bei Tank Hench, aber den Gegner eine Sekunde weniger CC ist hart. Der Cooldown wird anfangs verdoppelt, und geht dann aber hoch runter bis zu 16 Sekunden, das heißt am Ende ein Nerf um 6 Sekunden, das ist so hart, von 14 auf 28 Sekunden, das ist gefühlt unspielbar, weil du dich nicht so wirklich drauf einstellen möchtest, na, weil du einfach nicht denkst, boah, ich muss so lange warten, das hat ja schon fast Lux Ultimate Cooldown Niveau. Dafür solltest du einen Gegner fressen, wird der Cooldown halbiert, das heißt, ja, es ist halt dann gleich wieder halbiert und so gesehen tatsächlich besser, wenn du Cooldown Reduction hast. Weil wenn du jetzt jemanden, wenn du 40% Cooldown Reduction hast, du hast es auf der ersten Stufe noch, dann bist du ja hier nur noch bei einem Cooldown von, ja, aber wo bist du denn da? Kurz rechnen, du bist ja nicht bei 14, du bist bei 16 oder sowas und der wird jetzt halbiert, dann bist du ja nur noch bei 8 oder sowas. Das ist schon geil, irgendwie, das ist schon geil. Aber es ist halt nur ein offensiver Faktor.
Es kostet nur noch 60 Mana statt 90. Okay, ja, für die ganzen Nerfs muss man das auch einstecken. Natürlich ist der Fokus eigentlich mal wieder bei den Koreanern und dem Pro-Play, denn die nehmen Tahm-Kench immer noch so als fast ein Must-Pick, da er einen ADC perfekt beschützen kann. Und da kannst du ihn halt jetzt wirklich nur noch alle halbe Minute mal fressen. Die Winrate in der Solo-Queue. Und Tahm-Kench ist halt einfach jetzt das größte Opfer. Die Winrate bei Tahm-Kench lag zwischen 47% und maximal vor zwei Tagen 49,5. Maximal 49,5. Das ist ouch. Das ist richtig ouch. Und jetzt die Änderungen hier. Bei der Q-Fähigkeit bin ich mir nicht so ganz sicher. Wie gesagt, wenn man da gut damit umgehen kann, ist es vielleicht sogar ein Buff, weil man öfter einen Mark draufkriegt. Und demzufolge könnte man dann auch öfter fressen, weil man ja wieder das ganze Offensiv nutzt. Der offensive, gut gespielte Tahm-Kench, der profitiert davon. Aber die breite Masse, die sich einfach nur denkt, ja, Tahm-Kench und so weiter, schlurp, da ist... ich will nicht wissen, wie weit der droppt, das wird wehtun. Kommen wir zu den Runen. Die Runen sind alles in allem zu offensiv aufgebaut. Wir wissen es ja, wir sind in einer Early-Mid-Game-Meta, das heißt Damage zählt. Und deswegen werden hier sehr, sehr viele Runen, die praktisch auf Damage spielen, angepasst. Zuerst einmal die Benefit-Beschwörung. Ari verliert 5 Schaden am Anfang, aber im Endeffekt skaliert das Ganze wieder auf 40 hoch. 5 Schaden ist jetzt halt... ja, praktisch sind es nur noch 66% des Schadens von davor. Merken wir uns 66%. Bei Elektrisieren, also hier Electrocute, geht der Grundschaden von 50 auf 30 runter. Das sind nur noch 60%, deswegen sage ich das. Prozentual gesehen ist der Nerf hier bei Elektrisieren theoretischerweise schlimmer. Der Höchstschaden geht dann aber auch nur hoch bis 180, waren davor 220, also hier 40 Schaden weniger. Puh, das tut auch nicht gut. Die AD-Skalierung, zusätzliche AD-Skalierung geht um 10% runter. Die AP-Skalierung geht um 5% runter. Als Trade-off dafür, dass wir so viel weniger Schaden machen, geht der Cooldown aber auch auf den Early-Leveln um die Hälfte runter. Skaliert dann nur noch bis zu 20 Sekunden runter. Na, davor waren es 50 bis 25. Aber wir können jetzt Electrocute doppelt so oft hernehmen. Dafür, dass wir hier einen Nerf um eben auf 60% runter haben, 40% Nerf so gesehen, dürfen wir es aber doppelt so oft hernehmen. Das heißt, im Prinzip ist es gar nicht mal so bad. Auch wenn es jetzt halt am Anfang halt ein bisschen weniger Schaden ist, muss man sich darauf konzentrieren, dass man mit Electrocute besser umgeht, dass man das immer wieder auf die Points nutzt, wo man sagt, jetzt ist es wieder ab, jetzt muss ich eine Combo setzen, jetzt muss ich sprocken. Dann ist Electrocute geil. Ja, dann denke ich mir, dann ist immer noch sehr, sehr viel Pressure im Haus. Flinkheit, Celerity, wird jetzt genervt, bekommt jetzt nur noch 6% Bonus AD, also beziehungsweise des zusätzlichen Laufspeeds als Bonus AD, und bei AP ist es das gleiche, nur noch 10%. Das heißt, es wird wieder auf den alten Wert zurückgenervt. Das heißt aber wiederum auch, dass wir jetzt nicht mehr bei dem alten Celerity sind. Früher hatten wir 3%, jetzt haben wir nur noch 2% Movement Speed. Und wir sind wieder bei den alten Werten. Also diese Rune, ein harter Nerf. Hauptsächlich, meiner Meinung nach, weiß ich ja auch, ein Nerf für die ganzen Movement Speed Nutzer, sage ich jetzt mal. Eine Janna, also ich brauche es gar nicht aufzählen, eigentlich die ganzen Sustained Heal Supporter, Janna, Sona, Soraka, jetzt habe ich es doch gemacht, die werden davon hart genervt, denn die arbeiten alle so gut wie mit zusätzlichem Movement Speed. Und da sind natürlich dann ein paar Punkte, die hier irgendwie weg sind. Schade, wirklich schade. Und es betrifft im Prinzip so gut wie alle, denn auch Jungler nehmen ja oftmals Celerity mit hier Waterwalking mit, wenn sie oftmals im River fighten wollen, wenn sie die Grabbe contesten wollen. Ist einfach ein Nerf, ist einfach ein Nerf an vielen Ecken. Perfider Trick hier kriegt auch einen Nerf. Ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch gerade heißt. Schade. Auf jeden Fall hier 15 Schaden waren es zuvor. Jetzt sind es 8 Schaden, 7 weniger. 7 absoluter Schaden weniger. Das wird man spüren. Das ist zwar nicht ganz die Hälfte, aber es wird wehtun. Definitiv. Höher, also auf höheren Stufen ist wieder der Maximalwert. Ne? Also hier Schaden verringert. Bei dem Sudden Impact haben wir auch einen Nerf um 3 Lethality bzw. 2 Magic Pen. Ebenfalls ein Nerf, was Damage angeht. Gehen wir gleich weiter. Scorch, die Hitzewelle. Auch hier ein Nerf. 50% weniger Schaden macht man nun. Dafür eben Cooldown geht um die Hälfte runter. Also so gesehen, es nimmt sich theoretischerweise nichts. Aber für die einzelnen Burst-Kombinationen, die man fahren möchte, ist es einfach die Hälfte des Schadens.
Also muss man öfter mal ran, um in irgendeiner Art und Weise Schaden anzurichten. Und so eine Scorch-Sache, ich weiß gar nicht, bei wem Scorch alles wirkt. Der liebe Flo, der Lonnie Chivar, der hat ja ganz gerne mal rumgetestet, welche Rune wo wie wirkt. Und da kann ich mir vorstellen, dass Scorch eigentlich nochmal eines Extra-Tests bedarf. Proc das Ganze bei einem Brand-Passive, weiß man nicht unbedingt. Bei den Spells Procs natürlich, aber Proc das bei den Passiven. Das gilt es hier rauszufinden, um zu gucken, wer profitiert wirklich jetzt noch von Scorch. Denn nur wer es wirklich on Cooldown triggern kann, der profitiert noch davon. Man kann so gesehen sagen, 20. Sekunde muss man es perfekt procken, 30. Sekunde hat man wieder einen Schadensboost, 40. Sekunde ist dann wieder, ne, ist wieder normal, 50. Sekunde ist dann wieder ein Schadensboost, theoretischerweise. Ist natürlich hier eine Sache. Dann kommen wir weiter. Beschwörerzauber 8.6 tatsächlich wurde Heal genervt um 30 Sekunden. Höherer Cooldown. Das Ganze wird jetzt wieder zurückgenommen. Ist natürlich auch wieder so ein klein bisschen ADC wieder reinbringen. Also das ist schon ein interessanter Buff an ein paar Ecken, damit ADCs wieder gespielt werden. Die krassen Schadensboosts, die wurden hier ein bisschen verringert. Dann hier die Tanks, die werden gebufft an manchen Ecken. Natürlich, damit der ADC wieder was zu tun hat. Und viele Schadenskombinationen hier oben eben auch. Fizz, Aatrox, die Quinn, die Talia. Also viele, viele Champions, wo man gesagt hat, da ist natürlich der ADC hart unter Druck. Wurde jetzt wieder praktisch zurückgenommen. Und damit war es das dann auch schon für diesen Patch. Lasst gerne mal eine Meinung da, wie ihr das mit den Winrate-Vergleichen findet. Ob ich jetzt wirklich nur, wie ich es jetzt heute gemacht habe, die letzten 7 Tage abfassen soll oder vielleicht die letzten paar Patches. Wäre vielleicht auch interessant, aber es gibt nur eins von beiden. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Es wird jetzt halt auf jeden Fall wieder eine entspanntere Meta. Könnte tatsächlich meine Richtung wieder werden. Eure Meinung, ne? Wie ist es bei euch? Findet ihr den Patch geil oder nicht? Wie liegt euch die Meta? Seid ihr diese Haut drauf oder habt ihr es gerne entspannt? Schreibt es ruhig in die Kommentare. Ich danke fürs Zuschauen nochmal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.